Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lifestyle-Magazin. Heute bei frühlingshaft warmen Temperaturen. In unserem ersten Beitrag geht es heute um die neue Kollektion von Porsche Design. Die wurde nämlich während einer Trunkshow direkt im Porsche Design Store in Mitte vorgestellt. Seht selbst! My baby, this is a letter for you. Bei Porsche denken die meisten Leute an Autos. Doch Porsche kann noch viel mehr. Mode zum Beispiel. Das beweist die neue Frühjahr-Sommer-Kollektion, die im Porsche Design Store in Mitte vorgestellt wurde. Mit dabei Fashion-Interessierte und Trendsetter. Ich arbeite bei Outfittery eigentlich und bin immer auf der Suche nach neuen Trends für unsere Firma, dass wir was finden können, dass wir unsere Männer toll einkleiden können. Wurde dann heute eingeladen und dachte, okay, ich schaue mich mal um, was Porsche so zu bieten hat. Ich finde die Schnitte sehr interessant, es sind super hochwertige Materialien, sehr futuristisch und nichtsdestotrotz ist es trotzdem was man trotzdem im Alltag tragen kann, ohne dass man sich gleich zu overload fühlt. Und besonders gefällt mir eigentlich die Sneaker-Kollektion. Mit der neuen Kollektion verleiht Porsche Klassikern einen neuen, modernen Look. Zum Beispiel durch außergewöhnliche Materialien wie Neopren. Der dynamische Wandel, den die Kollektion verkörpert, wird beispielsweise durch den Kontrast von weichem Leder zu harten Schnitten sichtbar. Die Kollektion spiegelt mit ihrer Wandelbarkeit den Zeitgeist Berlins wider und findet auch bei den Männern Gefallen. Es ist bei Porsche halt zu reichen, dass es sehr zeitlos ist, sehr, sehr, sehr puristische Design, klare Linien, also super. Vor allem ist es die Qualität der Leder. Also mir gefallen sehr die Lederverarbeitung, wie Sie sehen. Also ja, genau, das spricht mich am meisten an bei Porsche Design auf jeden Fall. Die neue Damen- und Herrenkollektion von Porsche Design ist ab sofort in den Stores oder im Onlineshop erhältlich. You belong to me. Brillen sind mittlerweile ja weitaus mehr als nur eine Sehhilfe. Sie sind zu einem modischen Accessoire geworden. Und auch viele Leute, die eigentlich gar keine Brille tragen müssten, tragen eine. Einfach, weil es gut aussieht. Wer jetzt vielleicht noch auf der Suche nach dem passenden Brillenmodell ist, sollte sich vielleicht mal in der Knesebeckstraße bei Arena Optik umgucken. Denn dort findet man bestimmt das passende Modell. Zeig mir deine Brille und ich zeig dir, wer du bist. Dieser Spruch scheint mehr denn je wichtig zu sein. Nicht umsonst kann man sich erklären, warum zur Eröffnung eines neuen Brillengeschäftes die Promi-Dichte ziemlich hoch war. Arena Optik in der Knesebeckstraße vereint wirtschaftlich betrachtet Online- und stationären Handel. Das Modell der Zukunft. Wir verbinden das eine mit dem anderen, weil wir diesen Style-Selektor im Internet haben. Das heißt also, wenn jemand sich eine Brille aussuchen möchte im Internet, kann er das sowohl online anprobieren oder er kann sagen, naja, nee, ich entscheide mich doch lieber, dies in der Filiale zu tun. Im Internet angucken, aussuchen und im Geschäft die nötige Beratung und Fachkompetenz genießen. Das kann funktionieren. Davon waren auch die anwesenden Promis überzeugt. Übrigens allesamt selbst Brillenträger, also Fachmänner in dem Metier. Man wird durch eine Brille ja schöner. Ach du, wie? Du oder wirst nicht? Schöner. Also ich denke, das nein, schon doch eine Brille schön. Na, aber eine doch, Brille macht schön. Schöner. Man ist schön, aber auch die Brille macht noch schöner. Mir sehr. Brillen dienen ja mittlerweile nicht nur als nützliche Sehhilfe, sondern gerade auch als Lifestyle-Produkt. Udo Walz macht seine Brille sogar auch von seiner Stimmung abhängig. Manchmal ist es gut, wenn man müde ist, hat man manchmal so ein bisschen eine getönte Brille, dass man die Augenringe nicht sieht. Ja, ich liebe Brillen, man kann sich dahinter verstecken und einer, die es berühmt gemacht hat, war ja Audrey Hepburn bei Frühstück bei Tiffany, ne? Online und stationärer Handel, ein Modell, das immer mehr Schule macht. Gerade für die Knesebeckstraße, die nun auch zu neuem Glanz erstrahlt. In einem Jahr sieht sich das junge Unternehmen übrigens solide positioniert. Und wir sind guter Dinge, dass wir noch in diesem Jahr vielleicht expandieren werden. Na dann immer einen klaren Durchblick und gute Geschäfte. Innovationen sind halt doch immer noch die besten, wenn sie aus Berlin kommen. Auf der ITB ging es wie jedes Jahr um exotische Reiseziele und Verreisen. Partnerland war dieses Mal Mexiko. Neben den zahlreichen Ständen auf dem Messegelände präsentierte sich das Land allerdings auch am Potsdamer Platz. Dort zeigte es eine Fashion-Show der mexikanischen Designerin Lydia Lavin.
Eines der erfolgreichsten Musicals der letzten Jahrzehnte ist jetzt auch wieder auf der Berliner Bühne zu sehen. Auch 30 Jahre nach der Uraufführung ist La Cage aux Folles immer noch so aktuell wie zuvor. Fast 30 Jahre nach der hochumjubelten Inszenierung im Theater des Westens lassen die Herren Damen wieder bitten. Diesmal wird jedoch die kleine Bühne der Bar Jeder Vernunft in den angesagten Nachtclub von Saint-Tropez verwandelt, um den es sich in dem Musical dreht. In La Cage aux Folles wird eine große Liebesgeschichte auf die Probe gestellt. Der Ziehsohn der beiden Lebensgefährten Georges und Albin will heiraten. Seine Patchwork-Familienverhältnisse sollen den künftigen Schwiegereltern jedoch verheimlicht werden. Provozieren soll das Stück heute nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Wir haben immerhin einen schwulen Bürgermeister. Regisseur Bernd Mottl geht es vielmehr um Nächstenliebe und ums Altern. Bewusst hat er sich ältere Hauptdarsteller gesucht. Also in der schwulen Community ist das natürlich ein Tabuthema. Verlust der Attraktivität, Untreue, Festhalten an bürgerlichen Werten mehr und mehr, Angst vor der Zukunft, keine Nachfolger, niemand, keine Kinder, die sich kümmern. So, das sind natürlich schon, und das kommt erst, das geht ja eigentlich erst los. Wir haben ja da gar keine Vorbilder. In den Hauptrollen brillieren Peter Rühring und Hannes Fischer. Letzterer als Drag Queen Sasa, was nicht nur optisch eine Herausforderung für den Schauspieler war. Ich muss mir also diese ganze Attitüde der Frau, jetzt insbesondere natürlich so einer, ja, sagen wir ruhig, abgetakelten Nachtschönheit, ja, das musste ich mir erstmal drauf arbeiten. Politisch brisant wird das Musical durch die aktuellen Ereignisse demonstrierter Schwulenfeindlichkeit in Frankreich, Sotschi oder Uganda. Ich habe morgen gerade gelesen, wo der Präsident oder was immer dieser Herr ist, ein Gesetz unterzeichnet hat, dass also Homosexualität mit lebenslänglich bestraft wird. Und insofern hat das natürlich schon im Moment auch, wie wahrscheinlich immer, eine politische Dimension. Gar keine Frage. Verpackt ist das Ganze jedoch in viel Witz und Charme, Glitzer und Glamour. Dazu gibt's mitreißende Musik. La Cage aux Folles, ein Erlebnis für alle Sinne und nicht nur für Schwule. Das deutsch-französische Designer-Duo Augustin Teboul ist eigentlich kein Newcomer mehr in der Designbranche. Seit 2010 stehen sie mit ihrer Mode für Weiblichkeit und Eleganz. Ihre neue Kollektion ist jetzt auch wieder ganz in Schwarz.
Leider sind wir jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe sehr, dass euch diese Ausgabe vom Lifestyle-Magazin gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.